und Zuschauer. Um die Jahreszeit wird es ja recht früh dunkel. Und gerade am Feuer oben, wenn noch niemand daheim ist, steigt das Risiko, dass eingebrochen wird, enorm. Unerwünschte Besucher mit eindeutigen Absichten kann der Zutritt zur Wohnung schon mit einfachen Mitteln verwehrt werden. Zum Beispiel mit einer Türkette. Eine breite Palette von weiteren Problemlösungen zum Schutz von Ihrer Liegenschaft, aber auch von der persönlichen Sicherheit, finden Sie in Ihrem Bau und Hobby. Mehr davon dann ein bisschen später. Zuerst darf ich jetzt aber einen Spezialist begrüßen, der viel mit Einbrüchen zu tun hat. Es ist der Pressesprecher von der Polizei Basel-Landschaft. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Meinrad Stöckli. Grüezi, Herr Stöckli. Grüezi, Frau Müller. Herr Stöckli, was gibt es neben der Türkette für weitere einfache Möglichkeiten, um einen Einbruch zu verhindern? Das beste Mittel gegen Einbrüche ist und bleibt das Licht, denn kein einziger Einbrecher steht gerne im Licht. In diesem Zusammenhang können wir Sensorlampen und auch so Stromschaltuhren sehr gut empfehlen. Im Weiteren die Schlösser von Türen und Fenster, tun Sie das unbedingt überprüfen. Pflegen Sie guten Kontakt zu Ihrer Nachbarschaft und tun Sie verdächtige Wahrnehmungen unbedingt bei der nächsten Polizei melden. Es ist ja für jede Situation ein bisschen anders, finanziell und auch von der Liegenschaft. Wo kann man sich denn beraten lassen? Lassen Sie sich unbedingt beraten. Jede Polizei in der Schweiz bietet eine neutrale Beratung, das erst noch gratis. Und dazu gibt es die Broschüre hier, die Sie bei jeder Polizeistelle ebenfalls gratis bekommen. Vielen Dank, Herr Stöckli. Für die Sicherheit in der Küche ist heute der Armin Amrain zuständig. Er sorgt dafür, dass alles klappt. Richtig, auch für die Schoggi-Birrentorte mit Mascarpone, die wir heute zusammen machen. Grüezi miteinander. Mascarpone, Birrensaft und Zucker zu einer sämigen Creme verrühren. Und Schoggi-Würfel darunter mischen. Gelatine gut ausdrücken. Und mit dem Williams in einem Pfändchen so lange erhitzen, bis sie geschmolzen ist. Zu der Mascarpone-Creme geben und gut vermischen. Dann die Massen im Kühlschrank eine halbe Stunde ansülzen. Ein Biskuit-Tortenboden mit Quitterschlee bestreichen. In eine Springform geben und mit der Hälfte der Birrenschnitz belecken. Die Creme aus dem Kühlschrank nehmen. Den geschlagenen Halbrahm drunter ziehen und die Hälfte davon auf dem Tortenboden verteilen. Das Ganze nochmal wiederholen und zum Schluss den dritten Boden draufsetzen. Und am besten über Nacht im Kühlschrank fest werden. Die Springform entfernen und die Torte mit geschlagenem Rahmen einkleiden und mit Schoggispön garnieren. Ich garantiere Ihnen eine feine Sache. Besten Dank, Armin. Für die spezielle Torte gibt es natürlich auch einen speziellen Grund. Die Gobzeitung feiert nämlich ein Jubiläum. 100 Jahre ist es her, seit die erste Gobzeitung, dort mal noch das genossenschaftliche Volksblatt, erschienen ist. Eine Jubiläumsnummer erinnert diese Woche an die Geschichte dieser Zeitung mit der grössten Auflage in der Schweiz. Neben einem Wettbewerb mit schönen Preisen steht in der Jubiläumsnummer natürlich auch das Rezept, das uns der Armin vorher gerade vorgestellt hat. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat geheissen, wie lange gibt es die Gobzeitung schon? 50 Jahre, 75 Jahre oder 100 Jahre? Und die richtige Antwort herausgefunden, nämlich 100 Jahre. Und damit Rekascheck im Wert von 250 Franken gewonnen hat die Frau Christina Schreckenbauer. Herzliche Gratulation. Da haben wir hier noch Ihren Preis. Merci. Rekascheck werden auf zahlreichen Transportmitteln wie Bahn, Postauto, Schiff oder Bergbahnen wie Bargeld entgegengenommen. Und man kann in mehr als 2000 Restaurants in der ganzen Schweiz damit zahlen. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei Ihnen, Meinrad Stöckli, mit dem Strauss aus unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Merci vielmals. Wie schon der Meinrad Stöckli von der Polizei Basel-Landschaft gesagt hat, kann man mit ein bisschen Vorsicht und geeigneten Massnahmen Einbrüche verhindern oder Einbrecher abschrecken. Abschließbare Fenstergriffe zum Beispiel lassen sich von außen nicht öffnen und sind auch für kleine Kinder sicherer. Ein gesicherter und blockierter Lichtschacht kann nicht ohne weiteres entfernt werden. Der Einstieg in den Keller wird damit verhindert oder erschwert.
Neben mechanischen Sicherheitsvorrichtungen bekommen Sie im Bau und Hobby auch elektrische Wächter wie den Halogenstrahler mit Bewegungsmelder. Besonders effizient sind elektronische Schaltuhren wegen der individuell einstellbaren Beleuchtung. Und mit einem kompletten Videoüberwachungsset mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Bildschirm kann man die Wohnung, das Haus oder den Betrieb noch besser schützen. Das Gerät unterbricht sogar das laufende Fernsehprogramm, wenn jemand vor der Tür steht. Für mehr Informationen zum Thema Sicherheit wenden Sie sich am besten an unsere Fachberater. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie auch ohne grünen Daumen zu wunderschönen Zimmerpflanzen kommen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiter in einen schönen Abend und auf Wiedersehen!